I really appreciate it, man. I really think so. E Sports. Ich hab Disconnect kassiert! Hey Leute, herzlich willkommen. Wir haben uns heute hier versammelt zu einem Dreier-Zimmer-Duell. Die beiden haben das schon gemacht. Wir machen das jetzt auch auf meinem Kanal. Wer würde eher das und das? Ich hoffe, du hast hier Omet hinter der Kamera. Moin, Männer. Ich hoffe, dass du dir gute Fragen ausgedacht hast. Nicht so eine Scheißfrage. Wer würde eher? Sondern auch mal ein bisschen was Cooles. Und Freunde, ich würde sagen, hallo, hey. Handy aus. Ich würde sagen, wir versuchen mal die 30.000 Likes. Abonniert den Kanal kostenlos. Checkt die beiden Pisskenner auch ab. Wir werden dann immer, hier wird eine Frage gestellt und wir werden dann sagen, wer von uns das Zeit ist und dann halten wir den Namen rein. Genau, dann machen wir das so, oder? Dann machen wir das so. Okay, ich fange einfach mit einer lockeren Frage an. Mal gucken, wie gut wir uns kennen. Warte, ich muss dazu sagen, seit anderthalb Jahren hören wir uns gefühlt 24-7 im Scheiß. Okay. Ich erwarte, dass wir wirklich jetzt hier als Gemeinschaft... Als Team, wirklich, lass uns mal versuchen, drei Musketiere. Alles richtig ehrlich zu beantworten. Ehrlich und richtig. Ehrlich und richtig. Okay, ehrlich gut. Und richtig. Ja, mach mal. Okay. Ich glaube, das 3, 2, 1, Ahoi! Okay. Team! Okay. Ja! Okay, die erste Frage, die ich euch stelle, ist, wer könnte er mit nur 1000 Euro im Monat überleben? Alle nicht gucken auf. Boah, okay. Das ist schwierig. Nicht gucken auf. Es wird meistens immer einer aus der Reihe tanzen. Ja, so zwei werden den gleichen Namen und der andere... Ich mach den Anfangsbuchstaben immer, dass wir Bescheid wissen. Auf 3, 2, okay? 3, 2, 1. Nein! Aber das sieht man gar nicht. Aber wir, bei uns Fußballern, wenn wir in Slowakei sind, ja, da haben in wir gar einem Monat, Geld wir spenden 5 Euro, Junge. Ja, genau. Ja, okay. Ja, könnt ihr das aber auch, könnt ihr das so wie, hab, so wie Willi machen, ja, einfach nur den ersten Buchstaben so fett machen? Mach mal ruhig, Mann. Die Regie. Ey, schlag das mal kurz vor. Okay, also Jungs, wir machen das jetzt so, wir machen immer nur den Anfangsbuchstaben, ist einfacher. Also, wir haben jetzt keinen Punkt gesammelt. Wie viele Fragen gibt es? Also, ich habe 18 hier. Cool. Okay, 18 Fragen, wir müssen 14 richtig beantworten. 15. 14, sonst müssen wir alle drei eine 100er PSN-Karte. Ich sag, wir machen 6. Hör mal auf mit so einer Einstellung. Nächste Frage. Okay, wer würde eher in einen Skandal verwickelt sein? In so einem Promi-Skandal, der dann in Zeitungen sind und so. Was sind das denn für Fragen? Bin drin. Hast du ein bisschen drauf? Warte, nee, noch nicht. Ich mach's jetzt. Wir kennen das schon. Sieht man das überhaupt aus der Kamera? Yes. Okay. Mach da jetzt mal größer, Junge. Ah. Ja, beide S. Ja, ja. Alle richtig. Ja. Alle mich? Aber ich hab, ja, cool. Weißt du, was ich anfangs gedacht habe? Aber wegen dir, wegen Streaming. Dass du vielleicht irgendwas rausschneidest. Weißt du? Ja, bei ihm, ja. Oder man läuft nackt durch Miami. Okay, gut. Ich bin angeschlossen. Okay. GG's. Nice. Erster Punkt. Verhaftet. Wer würde eher ein Porno drehen? Also, ich glaube, ich und Sydney wären gerne beide. Veröffentlichen oder drehen? Drehen und veröffentlichen, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Gute Frage, sehr gute Frage, aber ich gehe da wieder mit. Wenn wir jetzt logisch denken, dann haben wir eine Antwort. Ich möchte es nur gesagt haben. Arbeiten wir in Dresden. Hallo, was ist das? Mach mal größer. Oh. Ey, sieht gut aus. Beide wieder S. Ja. Warum überhaupt beide, du Dummkopf? Wir sind alle drei, stimmt. So. Ich würde gerne OnlyFans. Irgendwie hätte ich Bock drauf. Ja. OnlyFans und dann ein paar Sachen zu machen. Einfach, ja, das ist cool. Okay. Ist auch gut, würde ich reinzappen. Nächste Frage. Okay, nächste Frage ist relativ easy eigentlich. Wer würde eher einen Monat lang nur Fleisch essen? Also Real Talk, nur Fleisch. Nur Fleisch? Ja. Also ich auch ganz klar. Weiß ich nicht warum, aber ich sehe einen. Mach doch mal deins größer. Digga, bist du denn doof, Junge? Junge, ich hab das so gemacht. Wisst ihr nicht. Ja, alle Eli. Ja. Dir Eli? Schönes Steak. Ja. Richtig schön gebraten mit ein bisschen. Ja. Also ich mach euch da was, zauber euch da was richtig Gutes. 3 Minuten von jeder Seite und je nach Dicke dann auch mal in den Backofen. Okay, direkte Anschlussfrage hinterher. Wer kann am besten kochen? Ja, eigentlich. Da direkt wieder gerattet. Du weißt es, Sydney, aber wir wissen auch den Mann da drüben, dass der für eine Einschätzung davon sich hat. Tim Melzer auf Wish. Jeder so seine Meinung. Ja, Willi und Sydney haben Willi und Eli hat sich selber. Ich kann wirklich gut Leute, kochen. Warum hat mich keiner genommen? Ich kann wirklich gut kochen. Nächste Frage. Okay. Wer hat im Moment das meiste Geld auf dem Konto? Das meiste Geld auf dem Konto? Ja. Auf dem Konto? Ja. Stimmt, also Willi, alles gut? Ich glaube, meine Hand zittert ein bisschen. Ja, alle Eli. Ja. Macht weil du knapp in Aktien drin bist. Macht er auf knapp. Weil der Mann in Aktien drin ist. Ich investiere kein Geld in Aktien. Aktien, ja, okay. Ich bin Aktienmillionär. Du bist Aktienmillionär. Scheiße, Mann. Wenn wir schon beim Thema Geld sind, wer kann dann am besten mit Geld umgehen?
Am besten, was heißt das? Das heißt, wer... Coole Übergänge. Wenn wir schon beim Thema Geld sind, einer denkt, er ist Elton. So ein Dunkel. Mann! Ich weiß, wer auf jeden Fall am schlechtesten. Nee, schlechteste weiß ich nicht. Da teilen sich zwei die Plätze, aber ich denke, am besten ist der Mann. Alle drei Eli. Ja. Beide. Am schlechtesten er, ja, glaube ich. Genau. Ja. Außer mit Aktien. Also ja, da bist du, da ist er richtig gut. Doch nochmal für alle Leute da draußen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Freunde. Wirklich einfach rein. Finanzwesen, einfach bei Sidney rein an die Instagrams. Hey, aber es läuft wirklich gut bis jetzt, ne? Ja. Danke. Wer von euch drei ist der beste Autofahrer? Ich weiß, wer es auf jeden Fall nicht ist. Ich weiß, wer es auch ganz klar nicht ist. Kinder, was sagst du dazu? Die meinen noch gar nicht mit. Ich schwanke noch zwischen zweien, aber ich sag nicht wem. Ja, lass dir das sein. Lass dich überlegen. Dein Name ist drin. Der hat sowieso nicht das gleiche wie wir. Doch. Alle drei Willi. Bei mir parken, cool. Sag ich dir ehrlich. Vielen Dank. Das ist cool. Ja. Also sag dir ehrlich, parken. Ich wollte erstmal Willi oder mich nehmen. So, dann war es. Ich kann nicht so gut ausparken. Aber ey, ich sag euch ehrlich. Er kann gut parken. Ich steig bei dem im Auto nicht ein, nicht, wirklich. Ich bin zweimal gefahren. Beim ersten Mal habe ich die Tür kaputt gemacht. Beim zweiten Mal ist der Tank leer gegangen. Wenn wir schon beim Thema fahren sind. Ja. Ey, lass den Scheiß jetzt mal. Wer würde sich am ehesten eine Geschlechtskrankheit holen? Warte mal. Oh, schwieriges Thema, aber ich denke mal. Ja, ich hab was. Ah, oh, sehr gut, Digga. Ich hab gedacht, ihr seid. Und Willi ist ein sehr, Digga, der Mann ist dann. Willi, Willi macht auch die Drecksarbeit, sag ich ehrlich. Willi ist ein Drecksack. Alles nur du ziehst dir nicht immer die Gummistiefel an, wenn du sie nicht parat hast. Wenn es nicht regnet. Vielleicht auch mal durchs Rote, weiß ich auch nicht. Wenn es ganz hart wird. Das ist auch ein Drecksack. Ja, das ist echt ein Stinkstiefel in dem Thema. Wer verträgt am meisten? Am meisten was? Am meisten was? Alkohol. Achso, dann ja, dann mach ich es natürlich, weiß ich. Ich dachte am meisten so Schläge. Okay. Sidney hat sich selber, ihr beide habt Eli. Eli? Ich würde auch eher mit Eli gehen. Digga, nach gestern? Nach gestern? Was, ja. Eli ist so einer. Ich kann viel. Ich halt viel aus. Der ist Eli, halt dann. Eli ist fünfmal im Jahr dabei und dann. Und da verfahre ich. Eli ist so einer, wenn er dann wirklich besoffen ist. Du guckst ihn an und siehst ins Leere. Der Mann ist für nichts zu gebrauchen, ja, aber er ist, kann auch laufen. Da. Willi aber ist auch immer ganz schnell dabei. Willi, ja, Willi ist gibt's aber bei 50 von 0 auf 100 Fälle. Ziemlich schnell. 50% aber dann der Fälle braucht er den Boxenstopp und den gibt's ja, nicht. Und dann geht's bergab auch. Du hast Motorschaden irgendwann. Dann geht's ganz oft bergab. Ja. Ölwechsel. Und bei ihm ist es auch ganz komisch so. Ich sag dir ehrlich. Nächste Frage. Wer würde eher eine Sache machen, nur wegen dem Geld? Eli hat Sidney, ihr beide habt Willi. Ich weiß, alles in den Programm. Ich lasse mich ehrlich kaputt hauen, im Mund kacken. Okay. Next one. Wer von euch drei hat das beste Dribbling? Voll schwere Frage. Saß du da lange dran? Nee. Alle drei Sidney. Okay. Ja, ich auch. Ich dachte, die Sonne scheint ein bisschen. Aber wirklich in meiner Prime schon gut. Der Bezirksliga. Wer könnte er. Halt die Fresse. Wer könnte am ehesten. In der Bezirksliga. Aber Eli hat das ein bisschen schwierig realisiert. Kommt von ihm schnell, halt die Fresse. Wer könnte am ehesten mit YouTube und Twitch aufhören? Willi. Haben wir okay. Alle gleich? Alle drei gleich, ja. So, ich muss mal kurz gucken, was ich noch nicht hatte. Ja, du hast die Zeit. Du hast die Zeit, Bro. Sind sie so Nachfrage? Auch gut. Wirklich so ein hartes Kind. Das geht durchgehend. Eigentlich seht ihr das nicht. An den Zuschauer wirklich. Wer würde er sein Haus aus Versehen anzünden? Ja, ganz klar. Ich kann diskutieren. Das ist wirklich einfach, Digga. Wer ist der größte Querschnitt? Alle drei am Sitz. Ich kann eine Pizza machen. Digga, der Typ ist der Wahnsinn. Ich war ein Zimmer weiter, Eli. Guck an die Decke, da kam Flammen hoch. Ich könnte eine Pizza machen. Okay. Wer von euch drei hat die meisten Earnings? In FIFA? Also FIFA? FIFA, Mario Kart, alles? Fall Guys, alles. Ja, klar. Abschließende Frage. Vielleicht fällt dir noch ein paar was Spontanes ein. Ja, ich sehe jetzt schon eine. Sidney hat Sidney. Und Eli hat Eli, Willi hat Dummes Earnings und alles. Ich hab Vollgeist, Mario Kart. Ja, aber für Dummheit können wir nichts. FIFA hab ich auch. Ja. FIFA? Ja. Dings ja, United, 7K. Dummkopf. Danke. Ich hab nur noch Mario Kart gedacht. Nee, Vollgeist. Ich hab Mario Kart. Ich kann mal ganz kurz. Weiß ich gar nicht. Wie lange sind wir? Es waren nicht 18, Digga. Es waren nicht 18 Fragen. Ich glaube, ich 17 Fragen. Ich hab eine, wer würde er. Okay. Wer würde er für, keine Ahnung, 10 Millionen? 2 Jahre auf der Insel leben. Was ist jetzt die Frage? Wer würde er ins Knast gehen für 2 Jahre für 10 Minuten? Für 2 Jahre in Knast? 2 Jahre in Knast, kein Kontakt zu anderen Menschen, kein Social Media, gar nichts. Mit Seife? Mit Seife fallen lassen? Boah, Digga. Ja, hier.
Alle drei Wooly. Ja. Ich würde damit einen Anus rissen. Das war's? Ja. Wir haben verkackt, ne? Wir haben 5 Fragen falsch gehabt. Gut. Ja, aber dann müssen wir trotzdem verlosen. Scheiß drauf. Verlosen wir dann in irgendwelchen Streams von uns. Hashtag Medium. Erinnert uns dran. Das war's vom Video, Freunde. Ich weiß nicht, ob wir noch. Wir wollten noch ein paar Videos hier aufnehmen, aber es ist der vorletzte Tag. Deswegen müssen wir gucken, aber wir werden bestimmt noch hier das ein oder andere Video aufnehmen. Lasst hier ein Like da. Was hab ich gesagt? 40 Stunden? 40. Mach 50 für die ganz Großen da draußen. Wird voll peinlich, wenn es dann nur so 20.000 Likes hat. Alles gut. Alles gut. Egal, 50.000 Likes. Abonniert den Kanal kostenlos, checkt die beiden Knechte ab, das war's. Wir waren wirklich gut, sag ich dir ganz ehrlich. War gut. Danke. Okay. Gut. Wie waren die Fragen? Nervt nicht. Komm, geh weg, Mann. Komm, hau auf.